Hallo zusammen, in dem Video möchte ich euch gerne die französische Nässe-Schutzjacke Laminat vorstellen. Und zwar in der französischen CCA-Tarnung. Und das ist eine wirklich empfehlenswerte, preiswerte Jacke. Ich habe die mehrfach im Internet gesehen, so für ca. 60 Euro, 50 Euro, so plus minus. Und die sind nagelneu zu bekommen. Und ich habe mir die dann gekauft, um draußen Vögel zu beobachten und andere Wildtiere, weil, was als erstes gleich schon auffällt, hier der sehr hochschließbare Kragen, der ist wirklich sehr angenehm, da kann man sich echt ein bisschen einmummeln. Ja, was soll man da groß sagen? Es ist eine militärische Laminatjacke mit innen drin verschweißten Nähten, die zeige ich gleich noch. Hier unten hat sie zum Beispiel noch so einen Flexicord mit Stoppern dran, die sehr, sehr gut funktionieren. Habe ich auch schon Schlechteres gesehen, sehr viel Schlechteres, um das ein bisschen besser anzupassen am Körper. Ja, wie gesagt, militärisch hier und auch auf den beiden Ärmeln, also Schultern hier, hat solche Klettflächen für Rangabzeichen und sowieso hier auch solche Schlaufen für Rangabzeichen. Dann hat sie hier zwei solche Taschen mit sehr großen Deckeln, damit da nichts nass wird drin, und Reißverschluss zusätzlich. Ja, wie gesagt, auf beiden Seiten. Dann kommen wir noch schnell zu den Ärmeln. Doppelter Stoff hier beim Ellbogenbereich und sehr groß geöffnete Ärmelabschlüsse, die mit dem Klett hier deutlich verkleinert und angepasst werden können. Dazu kommt noch, ich zeige es auf der Seite, kann man hier mit Reißverschluss, Zweiwegreißverschluss, kann man hier die Ärmel öffnen, damit da der Wasserdampf entweicht und man innen drin nicht gleich nass wird. Weil natürlich auch diese Jacke ist begrenzt, was Atmungsaktivität angeht, aber sie ist richtig gut regenfest und eine ganz, ganz tolle Jacke, kann ich nur noch mal sagen. Sie ist ein bisschen eine sterrigere Gore-Tex-Jacke, so eine Laminatjacke, beispielsweise im Vergleich zur Bundeswehr Laminatjacke, vielleicht kennt ihr die eine oder andere, die sind dann deutlich weicher und haben ein kleineres Packmaß. Aber das ist hier völlig in Ordnung und ich mag das wirklich sehr gut, sehr angenehm zu tragen. Dann hat sie diesen sehr breiten Reißverschluss, diese Reißverschlussdeckleiste zum Knöpfen. Und auch hier bis oben hin. Und die ist doppelt. Eine doppelte Reißverschlussleiste, falls der Reißverschluss mal kaputt gehen sollte, kann da gar nichts passieren und natürlich ist es dadurch auch wind- und wasserfest. Ein Zwei-Weg-Reißverschluss wurde hier verwendet, wie bei den meisten modernen Jacken. Hier oben hat es übrigens noch zwei solche überlappenden, wie hier bei diesen Reißverschlusstaschen. Da ist jedoch keine Tasche da gleich drunter, sondern hier sind solche Taschen drin, auf beiden Seiten das Ganze. Wunderbare Sache. Schauen wir mal innen drin. Hier sieht man eben diese verklebten Nähte, damit das auch schön wasser- und winddicht bleibt alles. Dann hat die Jacke hier, wie man auch sieht, so einen Kinnschutz noch zusätzlich, damit man da nirgendwo ripscht mit dem Kinn. Das ist natürlich auch viel angenehmer eben für Kinn und Hals. Dann hat sie hier ebenfalls einen Gummizug drin für den Hals, für den Nacken. Und hier drin befindet sich noch zum Aufknöpfen die Regenhaube. Die kann man hier nicht nur einfach fixieren, sondern auch im Packmaß anpassen, was natürlich deutlich angenehmer ist, wenn man das ein bisschen zusammenzurrt noch, um es dann hier wieder rein zu verstauen. Ja, das ist die Kapuze. Hier vorne noch mit so einem Käppi
und die kann man hier natürlich dann auch eben noch einstellen. Also das Ganze sehr gut anpassbar und wirklich gut outdoor-tauglich. So. Ich hoffe, ich konnte euch hier eine interessante Outdoor-Jacke zeigen im militärischen Stil. Und ja, falls ihr euch dafür schon interessiert habt, ich kann euch wirklich nur sagen, vom Preis her sind die wirklich, wirklich gut. Diejenigen der Bundeswehr sind sicher günstiger zu bekommen, aber die hier war nagelneu, ca. 50 Euro. Und also wirklich tipptopp. Ich war da schon bei strömendem Regen draußen, habe da am Bird Race mitgemacht, wo es den ganzen Tag geregnet hat. Und das einzige Wasser, das da reingekommen ist, war, weil ich hier diese Ärmel nicht richtig angezogen habe. Und ich wundere mich, wieso ist da Wasser drin? Natürlich, weil ich die ganze Zeit mit dem Fernglas geschaut habe und da hat es oben reingeregnet. Mein Fehler. Nee, sonst die Jacke wirklich super toll, wenn es richtig draußen regnet und windet und stürmt und tut und macht, hat man hier wirklich eine absolute Top-Jacke. Ja, ich bedanke mich fürs Reinschauen. Hoffe, ich konnte euch hier ein bisschen weiterhelfen und die Jacke aufzeigen. Vielen Dank fürs Reinschauen.